Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Mit-Xenos da draußen. Wir haben immer noch das Problem mit einem Sturm, der uns hier gerade eben nach wie vor richtige Probleme bereitet. Aber wir sind auch gerade eben dabei, hoffentlich unsere Jagd auf weitere kleine Xenos hier mit ein bisschen mehr Ressourcen zu versüßen. Das hoffe ich einfach mal, dass es das jetzt hier funktionieren wird. Ne? Also ihr geht jetzt hier mal gerade eben auf die Jagd und werdet hoffentlich jetzt hier eine ganze Menge an Energy Credits hier mitbringen. Bitte, 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 viele Energy Credits. Ein bisschen immerhin hat es gebracht. Ein bisschen. So, Master Tats wird dadurch hier noch ein besserer Admiral. Und jetzt gehen wir mal unsere Schiffe, die jetzt hier alle eine weitere Flotte bilden können, mal upgraden. Wenn ihr mich fragt. Ein abgeschleppter Asteroid. Ja, was soll's. Ja, das brachte uns hauptsächlich Nahrung ein. Vor allem das hat uns Nahrung eingebracht. So, jetzt können wir dieses System noch erkunden und dieses hier noch erkunden. Und du fliegst jetzt auch erstmal wieder zurück zum Aufbau. Oh! Das vengralische Triumvirat möchte was von uns, aber wir möchten nichts von ihm. Hier sind wieder Ti-Yankee entstanden. Moment, ich tue mal gerade eben euch... Halt. Okay. Die sind schon irgendwie eine Kampfgruppe, keine Ahnung. Wir jagen mal gerade eben hier direkt. Ja, das brachte uns auf jeden Fall sehr, sehr leckere Nahrungsmittel, Energy Credits jetzt hier gerade eben nochmal ein. Dinge, die ich mag. Diese. So, wir können die Flotten übrigens jetzt inzwischen wieder vergrößern. Deswegen legen wir die jetzt hier mal gerade eben zusammen. Wir können also jetzt auf eine 60er Befehlsgröße kommen. Und wir haben Nachwirkungen auf Klendatu. Aber wir haben wohl kein Planetenmerkmal bekommen. Boah, bitte sag mir jetzt, dass jetzt hier der Sturm endlich aufhört. Huch, wir werden irgendwo angegriffen. Wo? Ah, hier ist wieder ein Kytholoid. Gut zu wissen. Den kann man jagen. Ich schicke dann mal gleich eine Flotte dorthin, um selbiges gleich mal zu tun. Boah, der Wohnraum hier, ey, ich sag's euch. Aber wir sehen es hier schon, na, die Reparaturmaßnahmen sind im Gange. Wir werden uns auf jeden Fall früher oder später auch auf Stürme einstellen müssen. Was mache ich denn mit denen jetzt hier noch? Ich werde hier noch keine Schiffe zusammen. Oh, warte, wisst ihr was? Ich kann diese Flotte hier mit der hier zusammenlegen. Oh yeah. Auf jeden Fall. Ihr seid jetzt hier schon ziemlich voll. Ich reduziere jetzt hier mal gerade eben... Achso, warte mal, die kommen jetzt hier alle raus. Ja, mehr passt da auch gerade eben ehrlich gesagt gar nicht mehr rein. Hegemonistische Imperialisten. Ah, wir wissen jetzt, wer ihr seid. Ich möchte mal wissen, wer ihr seid. Wenn ihr da unten so rumsitzt. Was machen eigentlich meine Forschungsschiffe? Sind die alle noch tätig? Nee, du hast natürlich aufgehört, tätig zu sein. Hier gibt es auch irgendwelche Aliens und ich weiß nicht, was es für welche sind. Okay, du machst jetzt einfach woanders weiter. Konstruktionsschiff kann jetzt noch das System hier für uns schnappen. Ich habe so langsam aber sicher das Gefühl, dass hier meine Energy Credits unabhängig von dem, was ich gedacht habe, zu einem Problem werden. Der Eindruck verstärkt sich gerade eben. Genau, du machst jetzt hier ohnehin schon einen Generatorendistrikt. Energienetz hier noch bitte mit rein. Wir brauchen mehr. Wir brauchen dringend mehr Energy Credits. Ey, es fliegt uns einfach um die Ohren. Was mache ich aus der Welt? Man könnte eine Mineralienwelt draus machen oder eine Forschungswelt. Aber erstmal mache ich jetzt hier Jagdgründe rein. Das hier ist eine Mineralienwelt, aber ich habe, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit, nein, davon zu profitieren.
mehr Nahrung. Hier gäbe es noch mehr Blocker für noch mehr landwirtschaftliche Distrikte. Werde ich aber noch nicht machen. Hier haben wir eigentlich einen Automatismus, aber wir nutzen ihn noch nicht. So, bauen und bauen. Fügsame Fauna. Für uns sollte das eigentlich eher bedeuten, dass wir sie Leckerschmecker machen können. Das hier wird auf jeden Fall... Ich habe mir noch nicht entschieden, was es werden soll. Das hier wird auf jeden Fall jetzt dann doch ein Mineralienplanet. Und jetzt hoffe ich mal einfach, dass wir jetzt hier unsere Mali so nach und nach ausgleichen können. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn wir das hinbekämen. Ja, es sind halt sehr, sehr viele Wohnräume. Warte mal. Anziehung von Immigration. Wohnungen, minus 29%. Also wir haben eine Menge Wohnungen verloren. Planet in Aufruhr. Welcher Planet ist das? Eine karge Welt. Für 200 Credits können sie in was Besseres verwandeln werden. Oh, das taktische Terraforming ist gescheitert. Schade. 200 Energy Credits verbraten. Aber guck mal, es wird besser. Es wird besser, Leute. Es wird besser. Unsere Situation verbessert sich. Noch mehr Nahrungsmittel aus Jobs. Sehr gut. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Großarchiv. Ich möchte jetzt das Großarchiv in Angriff nehmen. Wir machen nur noch minus 190. Ein Kutholoid ist entstanden. Hier. Komischerweise ist er nicht feindselig. Der wird aber noch feindselig, keine Sorge. Der kommt gerade eben erst an. Ich weiß das, ich kenne das. Das habe ich alles schon erlebt. Kosmische Landumformung und die Sturmgebundenen. Wir halten seltsame Berichte aus Kastra. Offenbar tauchte während des kosmischen Sturmes, der unlängst von diesem Sektor wütete, ein Schiff unbekannter Herkunft auf. Ach ja, diese sturmgebundenen Ereigniskette beginnt. Wir haben eine Umformung auf Kastra Prime. Der Planet also als ein entsprechendes Merkmal bekommen. Ja, wohl pulverisierte Denkmäler wird es wohl sein. Spannend. Mono, unser Wissenschaftler, der bekommt Ausweichchance, Rückzugsmöglichkeiten und Rumpfstärke. Ne? Also ein sehr, sehr robustes Schiffilein, was er hat. Wer ist das hier? Ich möchte mal rauskriegen, wer das ist, aber ich habe noch nicht... ausreichend Gesandte. Vielleicht hätte ich diese Gesandten doch nehmen sollen damals, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Also den... Gott, oh Gott. Ja, ich mache ja nochmal eine Sensoriumstätte hin, oder? Ja. Brauche mehr Einigkeit. So, hier gibt es wieder eine Jagdoption, die ich absolut nicht ignorieren möchte. Wir jagen direkt mal wieder die da. Hoffentlich gibt es Energy Credits. Und Nahrung, eigentlich beides. So, blaue Laser sind für uns nun möglich und ich möchte... Oh Gott, das wird mir zu, das dauert zu lange mit der Forschung. Wir beginnen jetzt damit hier Schilde... besser entwickeln zu können. Eieiei, also 165 sind schon brutal. Wir haben Nanitenschlacke bekommen. Nach einem eingehenden Analyse hat unser Offizier Scheunz herausgefunden, dass eine seltsame metallische Substanz, die die Oberfläche von Shady 6 bedeckt, tatsächlich aus Milliarden von Naniten besteht. Diese Naniten sind mikroskopisch klein, reproduzieren sich selbst und wurden vielleicht von einer früheren Zivilisation für einen unbekannten Zweck hergestellt. Das Volumen und die Dichte dieses Nanitenschlammes ist bemerkenswert und fügt dem darunterliegenden Planeten mehrere Milliarden Tonnen Masse hinzu.
Es scheint, als seien diese winzigen Selbstreplizierenden irgendwann zu einem Zustand aus, in einem Zustand außer Kontrolle geratener Reproduktion gefallen und haben dadurch den Planeten und alles darauf verschlungen. Durch die Untersuchung der Naniten konnte unsere Crew einige aufregende neue Erkenntnisse gewinnen, die uns zweifellos in unseren eigenen Forschungen helfen werden. Sind wir nur eine gefrorene Welt? Das hier ist also... Okay, es ist gewöhnlich. Lull. Und ich bekam dadurch eine Baugeschwindigkeitsverbesserung. Noch mehr Ti-Yankee. So, jetzt jagen wir diese Ti-Yankee. Jawohl, das brachte uns wieder ein paar Energy Credits ein. Das war wichtig. Jetzt kann sie hier wieder zurückfliegen. Dich verbessern wir. Dich verbessern wir. Oh, warte mal, warte mal. Sag bloß, ich habe gerade eine bessere Variante gekriegt. Yep. Ich glaube, wir haben gerade eben einen legendären bekommen. Ich habe aber noch gar keine Weltraumamöbe übrigens in meinem... Ah, da kommt wieder ein leeren Wurm. Was ist mit unserem Chef hier passiert? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. So, mehr Bergbau aus dem All. Oh, Sturmhilfszentrum. Ja, wäre ich schon dabei. Ey, ohne Witz, damit uns das nicht nochmal passieren kann. Auf der anderen Seite wäre eine Sternfeste auch nicht schlecht. Aber ich werde mir jetzt erstmal das Sturmhilfszentrum gönnen. Damit wir in Zukunft von diesen Stürmen nicht mehr so hart betroffen sind, uns verbarrikadieren können und so weiter. Was ist da jetzt passiert? Oh! Wir haben den Kustoloiden hier gerade eben besiegt. Dann wäre ich jetzt der Meinung, dass ich den hier mal untersuchen möchte. Währenddessen die jetzt hier gerade eben noch zu dem anderen Kustoloiden fliegen. Okay, wir haben das Gröbste jetzt hier hinter uns gebracht. Ich würde ja gerne noch mehr Nahrung hier machen. Aber es sind noch so viele Jobs frei. Deswegen kann ich das gerade eben einfach nicht tun. Hier fehlen auch noch Wohnraum. Sensoriumstätte ist gemacht, aber die werden sich auch noch wieder fangen. Ich sag's euch, das wird schon klappen. Okay. Ach so, ich wollte ja die jetzt hier noch schnell essen gehen. Armee landen. Eine Alpinwelt. Hi. Guten Appetit. Unterwerfung einer wilden Zivilisation. Ach so nennen wir das. Unterwerfung, wenn wir sie aufessen. Weiß ja nicht, ob die das auch so sehen, dass es eine Unterwerfung war. So, eine Jägerdrohne hier drauf. Dann können wir hier im Moment ein Laichzentrum machen. Der Planet hat noch Stadtdistrikte. Genau, jetzt muss. Genau, jetzt hat sich so verändert, wie es sein muss. Jetzt passt das auch so. Ich glaube, dass ich sogar die Nahrungssachen hier lasse. Agrardrohnen hier. Die werden jetzt hier von uns hier gerade eben noch gefespert. Deceased Aid wird auch ein Admiral. Unser Wachstumsknoten macht noch mehr Ressourcen aus Jobs. Staatskunstfeldmanipulation. Neuronale Übertaktung möchte ich gerne haben. Und unser Regulationsknoten will ja noch allwissender werden. Ja. Das hier ist wieder ein Problem. Jetzt hoffe ich mal bloß, dass der uns hier auch Energy Credits bringt. Im Zweifelsfall muss ich halt gleich Mineralien verkaufen. So, da ist schon der erste Kustoloid. Updated.
Auf was hat der geschossen? Also der brachte uns... Ich habe keine Ahnung. Also gewonnen haben wir's. Aber die Ressourcen, die wir bekommen, sind nicht korrekt angezeigt. Das kann ich definitiv an dieser Stelle mal klarstellen. So, du fliegst jetzt hier wieder zurück. Ich verkaufe jetzt mal 10.000 davon, weil davon machen wir echt genug. Dann sorgen wir dafür, dass jetzt die Feuerrate von unseren Schiffen noch besser wird und wir noch mehr Orbitalbombardierungen durchführen können. Aber die Energy Credits, die wir hier immer noch haben, sind... Yikes! Ein Ameisenasteroid. Was ist das denn jetzt schon wieder? Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Kometen um ein riesiges Nest handelt, das von winzigen Insekten bewohnt wird. Der Schweif des Kometen ist kein ausgasendes Eis, sondern ein Produkt jener chemischen Prozesse, die tief im Inneren des Schwarms ablaufen. Die äußerste Schicht des Nests besteht aus toten Individuen, die das Innere von den rauen Bedingungen des Weltalls schützen. Wir haben auch verschiedene Pilzarten entdeckt, die in und um das Nest herum gedeihen. Wir haben in einem komplexen Symbiose... Sie leben in einer komplexen Symbiose, wobei sich die Pilze in den chemischen Prozessen des Schwarms ernähren und sich die Insekten wiederum aus den Pilzen ernähren. Wir ernten das natürlich. Um eine Flottenkapazität wurde ein klein wenig gesprengt. Wir müssen anfangen, dagegen vorzugehen. Ich glaube, dass ich das hier nicht mehr brauche, weswegen ich jetzt hier das hier mal als Ankerplätze umdeklariere. Außerdem könnten wir hier noch mehr Tiyanki anlocken, um sie weiterhin zu jagen. So wie diese Weltraumamöben hier. Verbesserte Deflektoren. Wir wollen ja noch den Transithafen haben. Moment, du kannst hier abgegradet werden. Und du gehst auf die Jagd nach diesen hier. Wo sind sie? Da sind sie. Genau, ich muss halt aktiv jagen, um das jetzt hier alles in den Griff zu bekommen. Bis wir irgendwann mal die Dyson-Sphäre haben, den Dyson-Schwarm haben. Ich mache nochmal ein bisschen mehr Wohnraum, das nervt mich langsam aber sicher hier. So, diese Welt übrigens haben wir jetzt hier gesnackt. Und wir bekommen sie in den Griff. Was ist mit der Alpinwelt hier? Warum wachsen die eigentlich nicht von alleine? Eigentlich sollten sie von alleine bauen, aber sie tun es nicht. Sie wirken überfordert. Wir haben wieder eine kosmische Landumformung. Was haben wir bekommen? Möglicherweise ist es die Staubwüste und die verdichteten Ebenen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher. Unabhängig davon, müssen wir mal gucken, dass wir die Flottenkapazität hochgeschraubt bekommen, ne? Aber das werden wir schon irgendwie irgendwann hinbekommen. Ich würde sogar sagen, wir beschleunigen das, indem wir jetzt hier schon mal anfangen, an der einen oder anderen Stelle militärische Lager einzurichten, um genau das zu puffern. Weil das kostet uns ja auch nur unnötig extra, wenn wir das jetzt hier so lassen, wie es ist. So, wir bekommen die Probleme so nach und nach in den Griff. Okay, dann... Was machst du? Du hast gerade eben hier noch was erforscht. Sehr gut, Mineralien haben wir bekommen. Jetzt fliegst du hier wieder zurück. Ich weiß nicht, ob du das rechtzeitig schaffst. Aber wobei, doch, es dürfte lange genug dauern. So schnell verwesen die anscheinend nicht, die Überreste von denen. Ich werde das jetzt hier auch nochmal zu einer landwirtschaftlichen Sache machen. Die Jagd hat wieder begonnen und Barbara Slanisch. Planetengouverneur. Natürlich Planetengouverneur. Was anderes bringt nichts. Wir können das Großarchiv endlich machen. Yay.
Okay, dann würde ich ganz, ganz gerne aber auch das jetzt hier noch machen. Das wird allerdings eine Weile dauern. Und wir beginnen jetzt mit dem Großarchiv auf Klendatu. Mögen wir es bauen? Oh, im Angesicht des Sturms aus der Verwüstung, die die kosmische Sturm hinterließ, konnten wir einige eigene Erkenntnisse über die galaktischen Phänomene sammeln. Indem wir unseren Forschungsschwerpunkt auf die Astrometeorologie legen, können wir uns in Zukunft besser schützen. Dieses neue Forschungsgebiet könnte letztlich auch dazu führen, dass wir lernen, diese Stürme zu beherrschen. Witzig. Master Tatz ist hier nochmal als Kommandant verfügbar. Ich weiß nicht, warum du gar nicht in einer Flotte drin bist, aber jetzt bist du's. Aber sowieso gerade eben echt diverseste Flotten. Und das Problem hat sich jetzt ein bisschen abgemildert. So, du fliegst jetzt hier erstmal wieder zurück. Oh, nice. Auf zur Jagd. Das brachte uns wieder ein bisschen was ein. Man bekommt nicht immer die Meldung, aber man sieht, dass die Ressourcen dort oben mehr werden. Wir könnten aber auch theoretisch mal anfangen. Weltraumfauna hier zu automatisch zu erlegen. Naja, wir wollen, dass sie nicht unter das Minimum fällt. Also sie können alle erlegen, aber sie sollen auf jeden Fall... Sie sollen auf jeden Fall sie nicht töten, also nicht ausrotten. Sie sind ja quasi von uns in gewisser Weise... Oh. Wir haben einen aktiven Vulkan verloren, das ist nett. Wir wollen auf jeden Fall sie weiterhin züchten. Punkt. Eine Fluchtkapsel. Wir ernten eine Kreatur. Kürzlich ist ein Raxtalak in einer Fluchtkapsel in unseren Raum eingetreten, nachdem sich zwei bekriegende Clans besonders heftig bekämpft hatten. Und ein dankbarer Raxtalak Flaggoffizier zum Vorschein gebracht. Der Kommandant hat versprochen, uns bis zum Tode ohne jegliche Kosten zu dienen. Ja, guten Appetit. Bis zum Tode? Ja, wir haben das sehr wörtlich genommen. Enorm wörtlich. Ich muss noch diese Gebiete übrigens mir hier noch sichern. Also ihr seht, wir machen trotzdem Minus, aber es ist nicht mehr so brutal, wie es zuvor war. Ich warte jetzt erstmal, bis die hier noch einigermaßen gewachsen sind. Also, wir machen noch mehr Einigkeit. Dann möchte ich noch gerne mehr Wachstumsgeschwindigkeit, mehr Anomalie-Erkennungsgeschwindigkeit. Und, wo? Ich kann ja leider immer noch nichts jagen. Es gibt einfach zu wenig Jagdwild. So, Sturmhilfszentren sind nun möglich. Und dann als nächstes würde ich gerne hier die Verbarrikadierungsprotokolle in Angriff nehmen. Es müsste doch jetzt eigentlich möglich sein, genau hier die Sturmhilfszentren ist hier überall zu errichten. Wo sind sie? Da. Also ich will die jetzt echt überall haben. Dann bringen uns diese Stürme nämlich eher was und beschädigen uns nicht. Das wäre mir gerade sehr, sehr recht. Auch wenn das natürlich wieder neue Kosten für uns bedeutet. Aber langfristig, wahrscheinlich sogar schon mittelfristig, ist es ein Gewinn. Vor allem, weil die dann im Sturm sogar noch mehr Mats produzieren. Auch wenn gerade eben kein Sturm vorhanden ist. Warum habe ich hier immer noch... Die sind auf automatisch eingestellt und sie bauen einfach nichts. Wild. Könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich das hier gerade eben immer noch mit der Preview-Version aufnehme, ne? Weiß der Geier, was da immer so passiert. Das Spiel hat also manchmal so seinen Trouble. Hier wird wieder irgendwo gekämpft. Ich weiß nicht wo. Aber es ist schon wieder vorbei. Das Minus wird auch weniger. Ich habe also ein gutes Gefühl jetzt hier. Okay, es wird wieder mehr. Ich weiß es nicht. So wie es aussieht, ist eines meiner Forschungsschiffe weggesprungen. Mach mal gerade eben hier überall noch den Bergbaukram hin.
Was machen wir mit dir hier noch? Dich bewegen wir jetzt erstmal wieder zurück. Was wissen wir inzwischen über sie? Also ihre Flotten sind gegen uns immer noch erbärmlich. Ne? Also wir müssten irgendwann mal halt mal anfangen, gegen sie vorzugehen und sie zu essen. Ich muss ja ihre Planeten nicht unbedingt behalten. Notfalls kann man sie ja auch aufgeben. Die Frage ist bloß, wen wollen wir zuerst essen? Ich glaube, dass die da unten leichter wären. Die sind leichtere Kost. Sie sind auch näher an uns dran. Wo ist Spaceborne Life? Ah, jetzt wieder ein Kustoloid. Ja, mein Problem ist nämlich, ne, ihr seht, so langsam aber sicher eskaliert uns ja echt alles davon. Das ist echt nicht so gut. Ich leg die mal gerade zusammen. Dann haben wir sogar wieder eine volle Flotte. Jetzt haben wir drei volle Flotten im Grunde. Boah, Energy Credits. Wo seid ihr? Ihr versteckt euch leider so gut. Auf jeden Fall das hier rein. Jawohl. Wir brauchen noch mehr Energy Credits. Also auf den Planeten, wo sie Energy Credits machen sollen, sollen auch die Energy Credits das wichtigste Thema von allem sein. Trotzdem wird es nicht unbedingt geiler. Wir haben einen Trümmer geborgen. Was mache ich mit dir? Ganz im Ernst, ich fange jetzt mal mit dir hier schon mal an, Anomalien abzugrasen. Irgendwann mal muss man irgendwo damit anfangen. Und halt, Moment, oder machen wir das andersrum? Nee, Quatsch, du machst archäologische Stätten. Und du fängst an dir mit den Anomalien und Spezialprojekten. Das ist jetzt deine Aufgabe. Wieder ein neuer Kontakt. Xenophobische Isolationisten, wir spüren Beute. Die sind da ganz da hinten, oder? Nee, das sind sie nicht. Sind die das hier? Nee. Achso, die kennen wir doch schon. Hä, wo sind denn die Xenophobischen? Keine Ahnung. Ich entscheide mich dazu, dass es mir jetzt erstmal egal ist. Weil mir gerade eben mein Debakel mit der Wirtschaft ein bisschen wichtiger vorkommt. So, wir schließen jetzt hier erstmal unsere Vorherrschaft ab. Biomaschinenschnittstelle. Nee, wir machen uns nicht kybernetisch. Oh, ich bin so am Hin- und Hergerissen sein, Leute. Ich möchte diese Entscheidung momentan noch nicht sofort treffen. Denn normalerweise sind ja Tyranniden psionisch, ne? Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir psionisch werden. Aber die Frage ist, ob es uns halt wirklich hilft, psionisch zu sein. Ich mache auf jeden Fall hier erstmal den technologischen Aufstieg. Weil dann bekomme ich vielleicht endlich mal die Dyson-Schwärme zur Verfügung gestellt. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Und ich meine nicht nur ein bisschen. So, wir verbarrikadieren uns jetzt hier schon mal. So gut wir können. Ein außerirdisches Logbuch. Okay. Hier gibt's wieder Jagdbeute. Sogar zweimal. Oh mein Gott. Kommt gerade rechtzeitig, bevor wir verhungern. Oder hungern, besser gesagt. So, Liste Cards kann noch mehr Stromlieferant werden. Auch wenn er hier eigentlich gar nicht so groß Strom liefert. Ey, ganz im Ernst, ich bin echt am Überlegen, ob wir das ändern. Wir ersetzen das durch das und das durch das andere fürs Erste. Ich glaube, das bringt uns gerade eben mehr. Hier kommt es schon wieder zum Kampf. Und hier gibt es Asteroidendrillinge. Serenoris entdeckte, dass die Asteroidendrillinge im Raigunoth von einem hochinstabilen Magnetfeld umgeben sind, das dafür sorgt, dass sie zufällig von der Magnetosphäre des Systems abprallen. Serenoris konnte das Magnetfeld durch einen Magnetkompensator stabilisieren, den man an jedem der Asteroiden anbrachte. Diese Kompensatoren regeln nun ihre Flugbahn und erlauben uns den Abbau von Ressourcen. Nett. Das ist sogar etwas, was uns schon gehört.
sogar sehr, sehr deutlich sogar gehört. Bum, 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 bum. Jawohl, wir haben wieder ein paar Energy Credits bekommen. Das ist so wichtig. Und der leeren Wurm hier, der wird gerade eben auch schon gefarmt. Ja, was soll man dazu sagen, ne? 1, 2 und 3. Du gehst jetzt erstmal wieder dahin. Und dann schicke ich jetzt hier meine Schiffe dann mal in die entsprechende Richtung. Oh, wo? Wieder mal Kutholoiden-Überreste jetzt hier. Völlig unverhofft kommt oft, wie man so schön sagt. Nochmal Kutholoiden-Überreste. Wir machen beim nächsten Mal weiter, Leute. Und gucken dann mal, dass wir jetzt dann hier wirklich gegen die hier vorgehen können, ne? Wobei meine Nahrungsmittelsituation mich gerade eben eigentlich noch hart davor warnt, es zu übertreiben. Wir sollten also nach wie vor ein bisschen aufpassen. Aber wir haben hier gerade eben nochmal Mats bekommen. Deswegen verkaufe ich jetzt hier gerade eben nochmal 5000. Das brachte uns nochmal einen kleinen Puffer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich dachte, dass ich auf Klendatu die Aufgabe gegeben hatte. Aber das wurde natürlich wieder mal nicht gemacht. Weil es zu einem Kampf hier gekommen ist. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.